Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elex 2. Ausnahmsweise mal nachts unterwegs. Findet jede Menge Wurmfutter in der Erde. Du meinst damit Leichen. Ah ja, Friedhof, genau. Deswegen wahrscheinlich auch der Aasfresser. Oh. Scheiß diese Ärger. Oh, hi, hi, hi. Okay, gut, aber dir gibt ja auch ein bisschen was an Lebensenergie, bis dann einer mich von hinten erschlägt. Dann versuchen wir euch mal einzeln zu kriegen. Wieso hast du so viel Reichweite, Kollege? Okay. Da will jemand Ärger. Und ich will mal ausweichen. Danke. Alles klar. Okay, also langsam ankommen lassen. Dann noch gucken, dass sie mit ihren langsamen Waffen nicht zuschlagen können. Ich glaube, das funktioniert. Okay, zwei Verseuchte, einer ist noch da. Cool, das hat sich gelohnt. Ach, du kriegst wohl scheinbar auch auf Hinterrücksangriffe Boni. Cool. Oder einen Bonusschaden. Gut, liegt eure Waffe hier noch irgendwo rum? Nein. Dann gehen wir doch mal weiter. Okay, hier haben wir die Hütte. Na, ja. Ein bisschen Schaden genommen. Gut, und hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Gegner. Alles klar. Kann die Markierung mal weg. Was haben wir denn hier? Hornwolf. Okay, das sollte gehen. Will jemand Ärger? Lässt dies hilft, wenn du zuschlägst. Au. Mm.
So, ich glaube, das eine haben wir sogar schon wieder aufgebraucht. Wohl, das macht auch 35, ne? Ja, nehmen wir das. Wer bist du denn eigentlich? Ah, ein Händler, okay. Ah, alles klar. Hallo, Fremder. Interesse an einem Handel? Lass uns handeln. Natürlich. Gut, irgendwas Interessantes vorbei. Sieht nicht so aus. Du hast halt die Rebellendinger. Was zu essen. Interessante Inventar. Also Rezepte? Nein. Gut, habe ich Schrott dabei? Habe ich. Oh, so relativ viel. Ach stimmt, das Zeug, was ich geklaut hatte, ne? Wenn du wieder mal was brauchst, komm einfach zu mir. Mhm. So, da fällt mir ein, wir hatten ja noch ein paar Elixitbeutel gefunden. Interessant. Wer sagt's? Wir die direkt mal aus. Ah, genau, ein Beutel mit Wertsamen. Wie viel haben wir davon gebraucht? Zwei, drei? Simon von Rava. Ich glaube, das würde ich auch verkaufen, tatsächlich. Uhr ist noch nicht als Schrott markiert. Okay. Guck, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Herz des Zyklopen oder so als für gute Tränke nachher brauchen. Also für die ganz hochwertigen Tränke. Die Herren. Überall diese verdammten Kreaturen. Ohne Waffe ist man hier völlig aufgeschmissen. Ich bin froh, dass du uns gefunden hast. Ihr seid nicht zufällig die Handelskolonne, die ich für Vivien finden soll? Kalan sei Dank. Vivien schickt dich. Ich habe schon befürchtet, man würde uns als gestorben abschreiben. Wir können wirklich deine Hilfe gebrauchen. Erzählt mir erst einmal, was passiert ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Alles hat damit angefangen, dass wir eine neue, kürzere Route ausprobieren wollten. Und zwar bewusst, dass sie gefährlicher ist. Trotzdem haben wir es versucht. Als wir auf halber Strecke vom Fort zurück Richtung Burg unterwegs waren, wurden wir überfallen. Also haben wir die Beine kreisen lassen und sind den Berg hinaufgerannt. Unterwegs habe ich und eine meiner Wachen unsere Waffe verloren. Ihr hättet eure Waffen wohl besser festgeschnallt. Was du nicht sagst. Hast du mal versucht, deine Waffe festzuschnallen, während Banditen Löcher hinter dir in den Boden schießen? Das war aber noch nicht alles. Wir konnten den Banditen entkommen und haben eine Hütte gesehen. Also dachten wir, wir verstecken uns erstmal dort drinnen. Als wir uns langsam hier hocharbeiteten, kamen diese verdammten Hornwölfe und griffen uns an. Wir also erneut die Beine in die Hand genommen und hier hochgelaufen. Unterwegs hat anscheinend auch meine andere Wache ihre Waffe verloren. Und so hast du uns jetzt gefunden. Ohne Waffen und mit Biestern im Nacken. Wie du siehst, könnten wir deine Hilfe wirklich gebrauchen. Soll ich euch helfen, eure Waffen zu suchen? Das wäre gut, ja. Wir können uns auf keinen Fall ohne unsere Waffen wieder in der Burg blicken lassen. Da könnten wir uns auch gleich selbst den Hornwölfen zum Fraß vorwerfen. Wo habt ihr sie denn verloren? Zwei Waffenbündel haben wir irgendwo auf dem Weg hier hoch verloren. Such einfach mal am Wegesrand. Das letzte Waffenbündel müsste irgendwo hier oben liegen. Aber wir können es einfach nicht finden. Wenn du sie hast, bring sie bitte schnell her. Ich fühle mich nicht besonders sicher, ohne Waffen herumzulaufen. Cool. Mhm. Ja gut, gucken wir mal.
bedienen wir uns erstmal hier schnell. Dann schauen wir mal. Okay, so tatsächlich einfach das hier durchgehen. Den Weg hier hoch, sagst du. Okay, vielleicht sollte ich hier wirklich dann nochmal sich der Dinge kurz anwählen. Mhm. Ja, das hat sich direkt gelohnt. Einmal auf den Bündel. Das Viehzeug weiß sich besser gegen die Berserker zu wehren als manch einer, der eine Knarre hat. Vielleicht solltest du sie unter Vertrag nehmen, anstatt der Idioten, mit denen du dich sonst abgibst. Wäre eine Idee auf jeden Fall. Wo ist ein junger Hornwolf? Ah, die fallen angenehm schnell. Wer seid ihr? Oh. Ja, dich brauchen wir gerade nicht, Unhold. Gut, Nesti scheint da schon mal ranzugehen. Okay, ja, du bist wieder so eine Aktion. Ja, One-Hit-Wonder. Nachdem Nest jetzt liegt, ist mir das zu stressig. Hey. Okay, also das waren jetzt die beiden am Wegrand, die beiden Waffenbündel. Eins meintest du, wäre noch hier oben. Ah ja, da. Sehr schön. Ich habe eure Waffenbündel gefunden. Großartig. Endlich. Dann können wir uns auch wieder auf den Weg machen und unsere Handelsroute wieder aufnehmen. Ich habe leider nichts, was ich dir als Dank geben könnte. Ich bin im Auftrag von Vivien unterwegs. Sie wird mich bezahlen. Ach, stimmt. Das sagtest du ja bereits. Dann will ich dich mal nicht länger aufhalten. Ich bin nur froh, dass wir unsere Handelsroute endlich wieder aufnehmen können. Danke dir nochmal. Man sieht sich bestimmt wieder. Möge Kalan mit dir sein. Okay, da unten ist übrigens ein Unhold. Nur so als Hinweis. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal gerade zu Vivien nochmal zurück. Wegen der Händlerkolonne. Ich habe ihnen helfen können. Sie sind wieder auf ihrer Route. Du hast es also geschafft. Danke dir vielmals. Dann bekomme ich hoffentlich bald wieder Lieferungen. Danke. Ich hatte dir eine Bezahlung versprochen. Hier hast du sie.
Danke. Also dann, wir sehen uns. Und nicht vergessen, wenn du Vorräte hast, nehme ich sie dir auch weiterhin gerne ab. Hey, was soll denn die Scheiße? Ja, da hätten wir tatsächlich mal nach... Oder, ja, versuch zumindest Dings zuliebe, Nessie zuliebe nachfragen können. Ihr habt, glaube ich, nicht mehr oder nicht großartig mehr. Will ich noch Vorrat loswerden? Ich glaube nicht. Gut, wechseln wir nochmal. Wie sieht es jetzt mit den Loks soweit aus? Ich glaube, hier haben wir jetzt nicht mehr so unglaublich viel. Die Outlaws, da müssen wir es noch warten. Am nächsten Tag. Gut, dann... Künstler, Dieb, ihre den Lumpenpack, genau. Ja. Zurück. Zurück zu den Morkons, bitte. Schauen wir mal. Ah genau, das müsste hier oben irgendwo sein. Genau, da war die Kuppel. Nur Dreck und Trümmer hier. Du kommst hierher, Madame. Da bist du ja wieder. Konntest du herausfinden, was mit dem Beruhigungsmittel nicht stimmt? Ja, ich habe es untersuchen lassen. Und? Wie lautet der Befund? Die Höhlenpilze haben dir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich verstehe nicht. Sie waren Bestandteil der Rezeptur. Der Outlaw, der sie dir verraten hat, muss dich bewusst in die Irre geführt haben. Die Sporen lösen Aggressionen aus. Die vermeintlich sichere Beute wird unberechenbar. Aggressionen? Dann ist das Mittel unbrauchbar. Nein. Wenn ich es richtig verstanden habe, solltest du die Höhlenpilze weglassen und die restliche Rezeptur beibehalten. Ich werde darüber nachdenken. Jetzt, wo das geklärt ist, solltest du Attila aufsuchen. Schließlich sind die Käfige wieder voll. Er wird also die Arena eröffnen, sodass das Sterben weitergehen kann. Na, guck mal, das ist doch nicht verkehrt. Also, ab zu Attila. Aber der ist ja auch zum Glück hier direkt um die Ecke. Scheint aber zu pennen. Aber ich glaube, hier ist ja nichts mehr zum Mitnehmen, ne? Außer halt ein bisschen Fleisch. Huhu, aufwachen. Gut, dass du kommst. Die Kreaturen sind hungrig und bereit für den Kampf. Ich bin gespannt, wie sich jemand von draußen schlägt. Also, wenn du einen Kampf in der Arena wagen willst, gib Bescheid. Ich bin bereit für den Kampf in der Arena. In dir brennt das gleiche Feuer, das auch mich erfüllt hat. Doch kein Kampf ohne Regeln. Ich bestimme, gegen welche Kreaturen du antrittst. Sobald es losgeht, schließt sich das Tor hinter dir. Ein Entkommen ist nur möglich, wenn du den Hebel neben dem Tor betätigst. Hebel? Ja,
Sobald du ihn betätigt hast, kriegen wir ein Signal und brechen den laufenden Kampf ab. Wir öffnen dann, so schnell es geht, das Tor und holen dich raus. Natürlich nur, wenn die Viecher nicht vorher kurzen Prozess mit dir gemacht haben. Daher solltest du dich vollends auf den Kampf konzentrieren und den Hebel erst betätigen, wenn deine Gegner den Tod gefunden haben. Andernfalls lastet die Schande der Niederlage auf dir. Verstanden? Oder ist noch irgendetwas unklar? Verstanden. Gut, dann bist du jetzt bereit, dich der ersten Herausforderung zu stellen. Bereite dich gut vor. Ein Zeichen von dir und ich lasse das Viehzeug in die Arena. Gut, dann speichern wir einmal kurz vorher. Ich gönne mir noch mal was zum Schnabulieren. Nehmen wir Kartoffelpfanne. Ich will kämpfen. Gut. Mit jedem Sieg steigt die Herausforderung. Aber sieh dich vor. Zeig kein Erbarmen. Die Viecher werden auch keines mit dir haben. Gegen was trete ich an? Das siehst du gleich. Ich führe dich in die Arena. Mach dich bereit. Mhm. Gut, wir sind zumindest nicht alleine. Das ist schon mal viel wert. Okay. Na, wahrscheinlich kommt nachher irgendwas Größeres. Mal gucken, ob wir das Blatt kriegen. Du hast dich gut geschlagen. Hier, mögen dir die Gegenstände mehr Glück bringen als seinem Vorbesitzer. Danke. Weißt du, es tut gut, dich kämpfen zu sehen. Erinnert mich an alte Zeiten. Ich selber hätte sicher ein schändliches Bild abgegeben. Du wärst damit auch fertig geworden. Danke, Junge, aber ich glaube, du irrst. Mir bleibt nur noch die Rolle des Beobachters. Komm später vorbei, wenn du bereit bist, die nächste Herausforderung anzugehen. In der Zwischenzeit treffe ich die Vorbereitungen und lasse die Unordnung in der Arena beseitigen. Gut, können wir jetzt direkt weitermachen? Kämpfst du auch in der Arena? Nein. Das Alter macht mir zu schaffen. Mir war es in meiner Jugend nur vergönnt, gegen jene Kreaturen zu kämpfen, die sich in unseren Schächten eingenistet haben. Und du kannst mir glauben, das war nicht immer leicht. Nichtsdestotrotz hätte ich gern mal einen Blick vors Tor geworfen. Hab gehört, die Luft soll dort frischer sein. Wird's wohl nie erfahren. Gerade jetzt nicht, wo dieses fremdartige Gesocks die Oberfläche für sich beansprucht. Was muss ich über die Morkons wissen? Wenn du ein offenes Ohr hast, gebe ich gern Auskunft. Zumal ich wohl der Einzige bin, der wirklich viele Jahre hat kommen und gehen sehen. Wir leben schon ewig im Dunkel. Das Tageslicht ist uns erst seit kurzem vertraut. Und mit ihm kam der Unfrieden in unsere Gemeinschaft. Unfrieden? Die Abwerber, sie sind eine neue Erscheinung unseres Volkes.
Anders als die Resistenten, die Bewahrer unserer Gebote, wirbeln sie hier kräftig Staub auf. Ravak ist mein Zeuge, dass ich nicht alles verurteile, was sie machen, aber manche Dinge lässt man besser unberührt. Was genau stört dich an den Abwerbern? Ihre Offenheit. Wenn sie nur Sachen von außen in die Grotte tragen würden, hätte ich kein Problem damit. Immerhin sind mir die Kämpfe in der Arena willkommen. Aber ihre Geisteshaltung ist bedenklich. Sie infizieren sich mit den Ideen der Außenwelt. Bald steht hier kein Stein mehr auf dem anderen. Der Riss in unserer Gemeinschaft ist schon jetzt mehr als deutlich. Glaubst du, ein Leben unter den Resistenten ist besser? Lass es mich so sagen. Wenn es ein Leben in Stillstand ist, dann ja. Oder anders gesagt, ich ziehe es vor, dass alles bleibt, wie es ist. Dass wir unserer Lehre treu bleiben. Wenn sich alle daran halten würden, könnten wir jeden Tag aufstehen, ohne Gefahr zu laufen, dass etwas unseren Alltag umkrempelt. Es wäre ein Zustand innerer Ruhe und des Friedens. Und voller Langeweile. Man muss jung sein, um so zu denken. Ich habe genug gehört. Ich hoffe, mein Wissen hilft dir auf die eine oder andere Art. Ich will kämpfen. Wie gesagt, die Arena ist noch nicht bereit für deinen nächsten Auftritt. Schau einfach von Zeit zu Zeit vorbei. Ich sag dir dann schon, wann es weitergeht. Okay, schade, hatte ich befürchtet. Reicht das jetzt, um Khan Bescheid zu geben? Hast du es mitbekommen? Ilka ist zu Ravak gegangen. Da kann ich ja bald ihren Posten antreten. Du willst also wirklich raus? Komm doch mit. Hast du den Verstand verloren? Diese lila Dinger sind fast überall. Mit denen werde ich fertig. Ich glaube, das haben wir schon gehört. So. Wegen der Lieferung. Du hättest mir ruhig sagen können, dass deine Frau tot ist. War mir nicht sicher, ob du die Aufgabe dann übernehmen würdest. Warum war dir die Sache so wichtig? Weil meine Frau und meine Tochter das Einzige sind, was mir im Leben etwas bedeutet hat. Hab ihr zum Geburtstag immer ein paar Blumen geschenkt. Bin nie dahinter gekommen, warum sie so verrückt nach dem Grünzeug war, aber es hat sie glücklich gemacht. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Ich bin außerdem noch ein paar Kopfgeldjägern begegnet. Sie dachten, ich wäre du. Was, sind die blind? Du siehst mir ja nicht gerade ähnlich. Erzähl das dem Kerl, den ich beerdigen musste. Hör zu, Kumpel, ich weiß, dass ich dir viel zugemutet habe. War nicht meine Absicht, dass du in die Schusslinie gerätst. Nichts für ungut, ja? Schon gut, kein Problem. Danke, auch im Namen meiner Familie. Hier, aus der persönlichen Reserve. Wie ist deine Familie umgekommen? Verbrannt. Wie ist das passiert? Wenn ich das wüsste... War damals für Nero unterwegs. Offene Rechnungen eintreiben, das Übliche eben. Als ich zum Krater zurückkehrte, war nur noch Asche von unserer Bude übrig. Stand sprichwörtlich vor dem Nichts. Und niemand kannte den Grund für das Feuer? Nein, das war aber auch nicht nötig. Hast du dir die Hütten im Krater mal angesehen? Ein Funke oder ein Kurzschluss reicht, um dort etwas in Brand zu setzen.
Bin froh, dass all das hinter mir liegt. Hab seinerzeit jede Menge Stims in mich reingepumpt und gesoffen wie ein Loch. Eine Scheißzeit war das. Geblieben ist nur noch mein Drang zur Kippe. Wer weiß, vielleicht hilft der Glaube der Morkons ja, auch dieses Laster loszuwerden. Okay, wir kommen also nicht drum rum, wenn wir das Kopfgeld wollen, müssen wir ihn platt hauen. Mal gucken, ob ich das will. Gut, dann jetzt, genau, gehen wir nochmal zu Kahn oder zur Stimme, fragen, ob das, wahrscheinlich wird das noch nicht gereicht haben. Aber mal schauen. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.